Willkommen zum ersten Tutorial in der Maker Show. Heute geht es darum, wie man Lightmaps erstellt. Und wir beginnen, denke ich mal, direkt mit dem, was euch schlussendlich auch in etwa erwartet. Ich werde heute zwei Methoden abklappern, nämlich zum einen eine für die 2K-Maker, also 2000 und 2003, und natürlich für die moderneren, die dann eben entsprechend auch Alpha-Werte annehmen, wo das Ganze sich ein bisschen einfacher gestaltet. Aber zunächst mal, wie versprochen, Referenzen. Hier haben wir eine relativ große Schneemap zum Beispiel. Und in etwa, Moment, der Maker braucht... So, das könnt ihr zum Beispiel erwarten hier. Hier ohne aufwendige Schatten. Schatten werde ich nochmal separat behandeln. Das ist nämlich noch etwas, was etwas mehr Grips erfordert, sage ich mal. Ihr seht ja auch Lichter flackern und so weiter. Ich habe hier zwei Ebenen. Einmal Schatten und einmal Licht. Das ist etwas, was ich ganz gerne mache, was ich für sinnvoll halte, da man so die Dinge ein bisschen einfacher animieren kann. So, dann haben wir hier für den 2003er einmal was, das werde ich euch auch kurz zeigen hier. Da ist das Ganze nämlich ein Tick schwerer. So, das ist eine sehr moderne Methode, die ich, ja, mittlerweile vor etwas längerer Zeit schon für mich entdeckt habe. Hier arbeiten wir mit einem Subtraction-System, was den Vorteil hat, dass wir im Prinzip wirklich Licht auf Schatten projizieren können, also dass Schatten vernichtet wird durch Licht, was sehr, sehr wichtig ist. Ein typischer Anfängerfehler bei Lightmaps ist natürlich, ganz klar, dass eben einfach nur Licht drauf geklatscht wird, was dann einfach nicht gut aussieht. Hier haben wir auch nochmal ein Beispiel. Es sieht einfach schon recht gut aus, denke ich, vergleichsweise jetzt. Ja, entband mir das mal kurz. So, ich habe ja schon mal was vorbereitet, nämlich in GIMP. Da machen wir das Ganze, kein Problem. Ich werde jeden Schritt genauer erläutern. Ansonsten einfach in den Kommentaren nachfragen. Ist keine große Sache. Da werde ich natürlich drauf eingehen, wenn da noch jemand Hilfe braucht bei etwas. So, hier ist schon mal was vorbereitet. Ich werde heute auch noch auf komplexe Sachen eingehen, wie Sunrays. Sunrays sind nämlich sowas... Es ist ein sehr spezieller Fall, aber etwas, was sehr, sehr cool aussehen kann, je nachdem, je nach Szene. So, hier habe ich jetzt erstmal eigentlich eine Tagesmap. Ich könnte das natürlich auch an Laternen zeigen und so weiter, aber ich werde jetzt hier erstmal ganz simple Fensterbeleuchtung machen heute. So, und natürlich, jetzt haben wir hier noch Tag. Da wird nicht viel passieren. Wir machen das Ganze erstmal dunkel, was ich hier gemacht habe. Nur damit ihr in etwa einen Eindruck habt, ich benutze standardmäßig einfach nur blau 16 und den Rest lasse ich auf 0. Das kann aber jeder individuell machen. Das kommt immer ganz drauf an, welche Umgebungsbeleuchtung habe ich eigentlich in etwa. Ich habe immer eine höchste Ebene sozusagen, das ist meine Schattenebene. Der Schatten steht immer über alles bei mir. Hat auch noch ein paar Vorteile, die ihr später auch sehen werdet, wenn ich dann tatsächlich auch Lichter drauf projiziere. So, auf jeden Fall, dieser Schatten stellt den dunkelsten Wert dar, der absolut dunkelste Wert. Ja, in dem Fall ist das dieser Wert, den könnt ihr natürlich variieren lassen. Ich orientiere mich eben am blauen 16 und ja, das ist eben mein Wert. Und das Erste, was wir jetzt machen werden, ist, wir erstellen eine neue Ebenenmaske. Und wir geben ihr auch mal die volle Deckkraft. So... Und wie ich schon am Anfang sagte, ein ganz großer Anfängerfehler, und das werde ich euch mal kurz zeigen. Viele Anfänger machen hier eben einfach nur, was weiß ich, zum Beispiel, sie zeichnen hier weiß drauf, sieht zunächst mal so aus, als würde es heller sein, aber ihr vernichtet damit auch die Struktur, ne? Ihr seht das jetzt hier, ich vernichte im Prinzip alles, was wir nicht wollen. Wir wollen einfach nur eine schöne Lightmap, wo alle Details erhalten bleiben. So, was tun wir also? Ihr seht schon, ich habe eine Ebenenmaske erstellt und das ist primär wichtig auch. Jetzt haben wir hier natürlich die Fenster. Falls ihr die nicht mehr sehen könnt, dann tut einfach eure Ebene mal kurz ein bisschen wieder runterregeln. Hier ist ja überhaupt kein Problem. So, auf jeden Fall haben wir hier unsere Fenster und ich habe hier mehrere Brushes, was ich im Übrigen empfehlen kann. Ihr könnt in GIMP relativ simpel selbst ja Brushes erstellen. Das könnt ihr hier unten machen. Gebt ihr einfach einmal kurz hier drauf. Und könnt hier sehr individuell alles einstellen. So hier zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Kristalle leuchten lassen wollt oder so, kann man hier sehr schön mit den Spitzen sehr spezielle Formen rausarbeiten. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt habe ich hier auch schon einen Kreis, den kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Einen Kreis mit einer recht geringen Härte, das ist schon mal etwas sehr Nützliches hier. Und wir gehen mal ein bisschen runter. Diese Fenster, ja, das...
ist jetzt relativ groß hier gewählt noch. Gehen wir mal auf 100, na, gehen wir direkt runter auf 80. So, ich denke, damit kann man einigermaßen arbeiten erstmal. Und was wir jetzt machen, wir zeichnen hier mit Schwarz drauf und ihr seht schon, jetzt wird das Ganze heller. Und das ist eigentlich im Prinzip schon mal genau das, was wir wollen. Jetzt kann ich da auch nochmal hier drauf gehen. Ja, ihr seht schon, es ist, ja, ich hätte es ruhig großzügiger wählen können. Nehmen wir auch ruhig mal was Spezielleres, einfach damit man es deutlich sehen kann. Das muss ja jetzt hier nicht super toll sein fürs Tutorial, sage ich mal. Denn wenn ich jetzt hier eine Profi-Lightmap erstelle, dann kann das auch mal Stunden dauern. Denn dann ist da schon nochmal ein anderer Aufwand dahinter. Gerade bei Lightmaps kann das Ganze sehr stark variieren. Ich denke, ja, je nach Szenario kann sowas 5 Minuten bis mehrere Stunden fressen. Das kommt natürlich komplett auf die Map an. Das ist ganz klar. So, auf jeden Fall, ihr seht es schon hier. Ja, ich habe einen sehr, sehr krassen Schatten. Das liegt aber auch gerade daran, dass ich die Ebenentransparenz versehentlich verändert habe. So wollen wir das Ganze in etwa haben. Das ist allerdings noch lange nicht perfekt. Was wir als nächstes machen ist, damit hier ein bisschen die Fenster absolut frei sind, denn die Lichtebene wird direkt darunter erstellt. Wir markieren jetzt hier erstmal das, was später definitiv unsere 100% Helligkeit bekommt, sozusagen. Das ist ganz wichtig. So, hier, ups, markieren wir das alles einfach mal schön separat. So. Und dann werden wir da einfach mal kurz auch mal die Auswahl nochmal hier beachten, dass ganze Auswahl füllen angehakt ist. So, hier machen wir das nochmal schwarz. Habt ihr jetzt relativ wenig gesehen. In Wirklichkeit wird das eben jetzt nicht mehr von der Ebenenmaske beeinflusst. Nochmal kurz, weil ich es am Anfang nicht erklärt habe. Eine Ebenenmaske funktioniert so, dass die weißen Bereiche praktisch die Ebeneninformationen erhalten, sprich was hier vorgegeben ist. Und je nachdem, wie viel schwärzer das wird, desto transparenter wird das Ganze. Und es lohnt sich auf jeden Fall darauf zurückzugreifen. Und auch ein typischer Anfängerfehler wäre zum Beispiel, ich mache eine Schattenebene und radiere dann hier einfach schön rum. Kann man zwar machen, aber es hat auch seine Nachteile. Gerade wenn ihr mal einen kleinen Fehler macht, ist es bedenklich, mit dieser Methode zu arbeiten. Greift zur Ebenenmaske, es ist definitiv sicherer. So, jetzt haben wir schon mal im Prinzip die Fenster sozusagen freigestellt. Davon seht ihr jetzt noch nicht viel. Wir holen uns erstmal eine schöne Lichtfarbe, die hier rausscheinen könnte. Ich habe mich jetzt einfach mal für diesen Ton hier entschieden. So, was jetzt natürlich etwas ungünstig ist, ich hätte gleich bei der Selektion hier bleiben können, nämlich muss ich mir nochmal umständlich neu selektieren. Könnt ihr direkt darauf achten. So, dann schauen wir uns hier nochmal die Fenster ein bisschen an und machen hier nochmal alles so. Hier füllen wir mal die ganze Auswahl, so was jetzt natürlich erstmal noch mega schlampig ausschaut, ganz klar. So wollen wir das nicht haben. Was machen wir also? Wir hauen einen kleinen Weichzeichner drauf. Ja, der Dreier könnte schon mal ganz gut sein. Ja, genau, das sieht doch schon recht vielversprechend aus, würde ich sagen, ne? Ja, es könnte auch einen Tick härter noch sein. Also ich denke auch ein Zweierweichzeichner wäre hier fast besser. Aber das ist eben so die Detailarbeit. Das könnt ihr schön für euch machen. Hier geht es jetzt mehr um die Arbeitsmethoden. So, und so eine Map könnte ich jetzt, wenn ich jetzt die Hintergrund Ebene ausblende, kann ich das direkt so übernehmen praktisch in den moderneren Maker-Systemen, die eben Alpha-Werte unterstützen. Sprich, wenn ich das Ganze jetzt hier abspeichere als PNG und einfach im XP-Maker oder VX-Ace oder whatever importiere, klappt das auch direkt. Aber was mache ich jetzt, wenn ich einen 2K oder 2K3 habe? Da werde ich gleich zu einer speziellen Methode kommen. So, ihr seht jetzt hier schon, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber was mache ich jetzt, wenn ich realistische Schatten haben will? Das ist eigentlich sehr genaue Beobachtungsarbeit. Mehr ist es dann doch nicht. Schaut euch einfach an, wie würden die Schatten fallen. Hier zum Beispiel kann ich davon ausgehen, dass in etwa, ja, ich kann das hier mal kurz einzeichnen, ganz grob. In etwa hier so ein, ja, das ist natürlich viel zu groß. Das ist ein schlechtes Beispiel gerade. Jetzt habe ich gerade einen 3000er. Gerade gedauert. So, man kann sich das vorstellen, dass der in etwa so fallen würde, zum Beispiel. Das sind einfach Grundüberlegungen oder hier, dass ich in etwa hier einen Schatten habe. Natürlich ganz grob jetzt einfach mal gezeigt. Das sind reine Grundüberlegungen. Und sowas wie das Dach zum Beispiel, was ja drüber liegt, das würde von dieser Lichtquelle ja gar nicht mehr stark beeinflusst werden. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen auf dieser Ebenenmaske, okay, das stimmt. Dann könnte ich hier eigentlich mal in etwa hier ansetzen, mit dem lieben Lasso-Werkzeug zum Beispiel, und ups, hier einfach dafür sorgen, dass dieser Bereich eben
nicht von dem Licht beeinflusst wird. Hier auch nochmal grob gezeigt, aber theoretisch ist es so. Ihr hättet allerdings minimale Highlights an diesen Schneespitzen hier. Das hättet ihr definitiv noch. Wenn ihr jetzt wollt, dass es nicht ganz so grob ist zum Beispiel, könnt ihr auch einfach nochmal die Ausblendenfunktion nehmen. Gut, kommt auch ganz auf die Map drauf an, aber eigentlich wäre das hier tatsächlich realistischer. Aber wie gesagt, das wären ja auch Highlights. Das ist eigentlich auch ein bisschen was, wo man sich was von Pixeln abschauen kann. Wenn ihr selber pixelt oder so, dann wisst ihr ja auch in etwa, wie fällt Licht und so weiter. Und genau diese Studien lassen sich eigentlich hier perfekt anwenden. Dann hat man hier auch das Problem, dass Schnee eigentlich, das Licht auch ein bisschen widerspiegelt und man müsste hier noch minimal etwas abändern, hier, dass der Schnee etwas mehr heraussticht. So ein weiteres Problem ist im Übrigen, deswegen habe ich hier, Moment, damit ihr es kurz sehen könnt, diesen Ausschnitt hier, wo ich hier hinten Transparenz habe, dann habe ich mir aus Tilt geholt. Das ist ein freier Map-Editor, den ich sehr empfehlen kann. Ich mache es so, dass ich meistens über Tile meine Maps erstelle, da ich hier mit mehreren Ebenen arbeiten kann, die ich individuell ausblenden kann. Und dann kann ich es zum Beispiel so machen, dass ich nur Objekte habe, nur das, was drüber steht und so weiter. Und dann kann ich aus diesen ganzen einzelnen Ebenen sehr viel schneller gute Lightmaps entwickeln. Da habe ich hier zum Beispiel das Ganze auch offen, da könnt ihr das kurz sehen. Habe ich praktisch hier mehrere Ebenen und je nachdem, was ich gerade brauche, kann ich mir das Ganze hier schön individuell rausziehen. Das ist sehr, sehr nützlich und ich kann auch empfehlen, damit zu arbeiten. Über den RPG Maker wird es schwierig. Es gibt zwar beim XP oder VX noch Screenshot-Scripts, aber einzelne Ebenen kriegt ihr damit auch nicht raus. So, jetzt erstmal nochmal hierzu. Ihr seht hier, das ist zum Beispiel schlampig gearbeitet. Da kann man nochmal aufbessern. Einfach nochmal mit Weiß füllen. Und dieser Hintergrund, hier hätten wir noch ein weiteres Problem. Das ist ja eigentlich eine Tagesaufnahme, wie ihr sehen könnt. Ja, normalerweise passt ihr eure Map schon in gewisser Art und Weise an, sodass es hier zum Beispiel ein Sternenhimmel ist. Das hier ist jetzt eine Tagesmap. Aber ihr seht, mit der passenden Methode kriege ich selbst aus so einer Tagesmap schnell eine Nachtstimmung raus, was an sich nicht schlecht ist. So, zum Thema Schattenwurf. Zieht euch einzelne Objekte zum Beispiel raus. Ihr könntet jetzt hier zum Beispiel diesen Felsen ausschneiden mit dem Lasso-Werkzeug und erstmal einfach nur einen reinen schwarzen Ton daraus basteln. Ich mache das hier mal wieder relativ grob. Keine Sorge diesbezüglich. Ihr werdet das dann hoffentlich ordentlicher machen. Naja, gut. Als Tutorial natürlich ist das Ganze jetzt so aufbereitet, dass es euch die Arbeitsmethoden hauptsächlich zeigt. Ein optimales Ergebnis dauert eben, je nachdem. Und wenn man perfektionistisch ist, sowieso. So, und jetzt haben wir hier ein bisschen arg grob gleich den Felsen. So, da haben wir ihn, den Felsen. Und zu diesen Felsen werde ich einfach mal... Ich werde den jetzt schwarz machen. So, und ich zeige euch jetzt mal eine ganz, ganz tolle Methode, wie man in GIMP das Ganze jetzt, sage ich mal, sauber verarbeitet. Ihr seht ja immer unten jetzt hier, schaut mal neben der Prozentangabe und den Pixeln unten links seht ihr Pixelkoordinaten. Und die brauchen wir jetzt. Jetzt gehen wir von der Mitte des Fensters aus und ihr seht jetzt hier, jetzt haben wir hier 264, 140. So, und hier gibt es eine sehr schöne Sache, die ich unglaublich gern benutze zum Schattensetzen, nämlich die Bewegungsunschärfe auf Zoom-Einstellung. Das seht ihr jetzt hier schon. So. Man hat das kurz gesehen hier, da ist unser Objekt, das wird dann entsprechend mit Bewegungsunschärfe versetzt und damit sind aber auch realistische Schattenwürfe möglich. Man kann das Tool praktisch ein bisschen manipulieren. So, und jetzt habe ich mir dooferweise die Koordinate nicht gemerkt, 264, 140 und die geben wir mal kurz ein. 264 und 140, ihr seht jetzt hier schon, das ändert sich ein bisschen. Und da ist er auch, unser Schatten, der natürlich noch etwas arg heftig ausgelegt ist. Hier kann man ein bisschen rumspielen zunächst mal, wie der gut aussehen würde. Ja, nehmen wir doch mal 128 zum Beispiel. Er macht jetzt hier einen sehr weichen Schatten, aber einen realistischen Schatten. Und darauf kommt es uns an. Natürlich ist das eine extrem dunkle Map, aber es ist enorm praktisch, darüber zu arbeiten. Diese Funktion kann unglaublich nützlich sein. So, wenn ich jetzt hier mal kurz das ausblende, dann habt ihr hier nochmal den Schatten.
Aber wie gesagt, er ist auch sehr, sehr weich, dieser Schatten. Wenn ihr harte Schatten setzen wollt, gibt es an sich eigentlich keine praktische Filtermethode. Ihr könnt euch aber überlegen, wie der Schatten verläuft und dann eben entsprechend erstmal grob die Umrisse zeichnen und dann einen Schatten draus machen. Ihr könnt ihn anschließend noch minimal weich zeichnen oder so. Es ist ja normal, dass die Schatten relativ weich fallen bei den meisten Szenarien. Natürlich gibt es auch sehr harte Schatten, kommt immer ganz drauf an, was ihr für ein Szenario habt natürlich. So, und das hier ist eine Methode, die benutze ich für Sunrays. Und ich zeige euch das mal kurz, das ist das hier. Ich habe jetzt hier nochmal den Felsen, das ist vielleicht ein bisschen doof. Blend mir nochmal kurz aus. Hier habe ich diesen netten Effekt hier. Wie entstand der Effekt? Ich habe mir einfach in Tiled hier einen Ausschnitt gemacht, nämlich das hier. Habe mir das rausgezogen und nochmal hier ein bisschen die Umrisse justiert, sodass hier keine seltsamen Kanten sind. Und ich habe diese Ebene schwarz eingefärbt, komplett schwarz. Und dann einen Bewegungsunschärfepunkt von hier ausgehend gesetzt, in etwa. Von hier kommt die Sonne und dann haben wir hier so eine Art Sunray-Effekt, was man oft in modernen 3D-Titeln sieht, was ich einfach sehr, sehr cool finde. Auch hier kann man übrigens mit mehreren Ebenen arbeiten und dann würdet ihr hier normalerweise die Transparenz ein bisschen verstellen und zum Beispiel höhere Objekte, sowas wie diesen kleinen Stein hier, könntet ihr jetzt ausschneiden, als Ebene darüber legen, auch schwarz einfärben und nochmal mit 50%, dann würde die Tiefendarstellung besser ausfallen. Und Tiefendarstellung ist was relativ Wichtiges. So, jetzt haben wir hier das nochmal. Das ist aber nochmal interessant, weil wir hier ein Nachtszenario haben. Es könnte jetzt auch der Mond scheinen zum Beispiel. Dann werden unsere Sunrays eigentlich wieder richtig platziert. Jetzt haben wir hier natürlich das hier nicht mit drin. Und dieser Schatten macht jetzt natürlich etwas sehr viel aus. Das heißt, hier müsste man noch ein bisschen zurückgehen zum Beispiel. Aber ihr seht, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Hier seht ihr jetzt nur, stößt der Hintergrund an seine Grenzen. Hier müsstet ihr jetzt schon einen Sternhimmel oder so nehmen, aber das würden wir sowieso machen, wenn das Ganze eine Nachtmap ist, logischerweise. Aber ihr seht, das ist auf jeden Fall ein interessanter Effekt, den ich so für mich entdeckt habe. So viel aber zum XP oder VXAs oder eben alles, was Alpha-Transparenz kann. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich darauf nicht zurückgreifen kann? Was mache ich, wenn ich einen 2000er oder 2003er da habe? Typische Anfängerfehler, ihr reduziert dann irgendwann alles auf eine Ebene und macht das einfach mit Transparenz drauf. Das sieht aber einfach nicht gut aus. Klar, es wird ein bisschen was heller und dunkler dargestellt, das sicherlich. Aber so funktioniert eine realistische Lightmap einfach nicht, wenn ihr das da drauf klatscht. Eine Methode, die ist sehr simpel. Ihr erstellt eine reine Map, wo nur Lichter drauf abgebildet sind und die blendet ihr als Picture ein und zusätzlich dazu nimmt ihr eine Map mit harten Schatten, wo ihr dann praktisch auch Transparenz anwenden könnt bei den älteren Maker-Versionen. Hat den Nachteil, dass die Schatten sehr hart sind, sieht aber doch noch ganz gut aus und wird häufig verwendet. Was mache ich jetzt aber, wenn ich weiche Schatten haben will in den älteren Makern? Und da kommt uns das Dünn-RPG von dem lieben Cherry natürlich sehr entgegen. Da gibt es einen Patch, mit dem könnt ihr additive und subtraktive Bildeffekte anwenden. Und diese additiven und subtraktiven Bildeffekte machen genau das, was wir wollen. Nur, dass es ein bisschen umständlicher ist als bei den modernen Makern, die eben das entsprechend unterstützen. Wir gehen hier nochmal zurück und setzen das hier nochmal auf unser Anfangslevel. So, und hier gibt es einen kleinen Trick. Ich habe euch ja am Anfang gezeigt, das hier ist, das haben wir vorhin aus Versehen gewechselt. Hier nochmal kurz die Pipette. Genau, hier haben wir ein blau 16. So, und Subtraktion ist etwas, was Bildunterschiede verrechnet und abzieht. Hier gibt es verschiedene Kanäle. Ich kann euch auch die Mathematik dazu genauer erläutern. Aber ich sag mal so, wer sich für das hexadezimale Farbsystem interessiert, kann das auch gerne an sich machen. Vielleicht, ich kann auch ein Tutorial dazu machen, nach Wunsch. Aber jetzt erstmal hier zu dem hier. Wir haben hier H, das ist, steht für Hue und es gibt den Farbbereich an, der in 360 Grad stattfindet. Und hier haben wir jetzt 240 Grad. Und Subtraktion arbeitet mit Bildunterschieden.
Sprich, wenn wir 180 Grad gegenrechnen, sind wir genau auf der gegenüberliegenden Farbe von Blau. Das heißt, wenn ich jetzt hier 180 abziehe, bin ich bei einem Wert von, na, von 60 müsste das sein. Genau. So, genau, hier haben wir den gegenüberliegenden Wert. Ein weiteres Problem, was sich ergibt, ist, dass wir jetzt eine gewisse Helligkeit brauchen noch. Reines Weiß in der Subtraktionsebene lässt euer Bild schwarz erscheinen. Damit könnt ihr in etwa schon euch überlegen, wie das Ganze funktioniert. Praktisch habt ihr das Gegenteil. Jetzt nehmen wir hier zum Beispiel mal 100. Und ich persönlich muss sagen, dieser extreme Gelbton ist doch nicht so ganz das Wahre. Gehen wir ein bisschen hier mit rein, das ist in Ordnung. Und wir brauchen auch keinen so krassen Wert, das werdet ihr gleich sehen, warum. Ich gehe nochmal ein bisschen mit der Sättigung runter, mehr ins Weiße, denn das würde sonst gleich überblau erscheinen. Und auch hier gehe ich etwas runter, nämlich auf diesen Wert. So, jetzt stellen wir das Ganze erstmal auf Subtraktion. Das sieht jetzt erstmal furchtbar komisch aus. Naja gut, das geht noch, könnte jetzt die Sonne scheinen. Jetzt werfen wir mal das hier an. Jups, oh sorry, das war Unterschied. Das wollte ich nicht, wir wollten auf Abziehen gehen. So, ihr seht jetzt schon, naja, es ist ja doch noch etwas arg hell. Was man auch machen kann, ihr könntet jetzt hier auch über Helligkeit und Kontrast arbeiten. Hier müsst ihr aber bedenken, dass ihr hochgehen müsst mit der Helligkeit, damit sie in Wirklichkeit runtergeht. Ja, und ich kann jetzt hier auch ein bisschen, sage ich mal, auf diesen alten Wert wieder zuspielen, der wahrscheinlich in etwa in diesem Bereich hier liegt, schätze ich mal, grob. So, und das ist eine Subtraktionsebene. Und mit dieser Subtraktion kann man arbeiten im Maker. Ihr seht jetzt hier schon auch die Ebenenmaske. Eigentlich passt alles soweit. Und wer sich hier vom Mathematischen nicht damit befassen möchte, wie man eine Subtraktionsebene richtig ausrechnet, als grobe Richtlinie seht ihr hier diesen Gelbton. Man kann auch sagen, dieser Ton ist die Farbe des Lichts, das diese Objekte anstrahlt. Und ihr könnt aus dieser Subtraktion heraus ganz normal mit der Ebenenmaske arbeiten hier. Ihr könnt hier einfach sozusagen wirklich Schatten vernichten. Das ist nämlich der Unterschied. Hier wird keine Farbe einfach drüber gezeichnet, sondern wir vernichten sozusagen eine Ebene. Und damit arbeiten wir. Das ist jetzt im Prinzip so ziemlich exakt die gleiche Lightmap, mit dem Unterschied, dass ich sie per DynnRPG auch verwenden kann für die alten Maker-Systeme. So, und hierfür werde ich jetzt auch nochmal kurz eine weiße Ebene hier erstellen. Denn weiß wird ja bekanntlich schwarz. Und wenn wir das Ganze darauf reduzieren, haben wir zum Schluss das Ergebnis, was wir auch haben möchten. So, ihr seht jetzt hier, das werde ich jetzt hier nochmal auf normal, nichtsdestotrotz, umstellen. So, so sieht das Ganze ganz gut aus. Was hier noch bedacht werden muss, ihr müsstet diese Ebene dann separat abspeichern. Nämlich diese Ebene hier würdet ihr mit Schwarz abschließen lassen. So, diese additive Ebene wird abgespeichert mit .add, damit das Ganze auch später so erkannt wird, damit DynnRPG das verarbeitet. So, und Licht wird immer additiv dargestellt, da es schlicht und ergreifend nur aufhellen kann. Es ist nun mal nicht so, dass Licht auch verdunkelt. Und wenn ihr es additiv habt, dann stellt ihr das sicher. Dieses Licht wird ausschließlich Bereiche aufhellen und niemals verdunkeln. So, und jetzt kommen wir eigentlich noch zum, ja, zum Schluss hier zur subtraktiven Ebene. Diese werden wir auch auf schwarz reduzieren, allerdings natürlich mit der 100er Transparenz noch. Ja, Quatsch, egal. Jetzt wenden wir erstmal die Ebenenmaske an und im Prinzip müssen wir es jetzt hier nur noch einmal verbinden, sichtbare Ebenen mal kurz verbinden. So, und das ist im Prinzip die fertige subtraktive Lightmap. Das können wir uns nochmal kurz ansehen, wenn wir hier nochmal auf Abziehen gehen. Nochmal kurz unsere 90 hier einstellen. Funktioniert ja auch, sehen wir. Wunderbar. So wollen wir das haben. Natürlich müsst ihr bedenken, all diese Bilder müssen nichtsdestotrotz noch auf 256 Farben hier reduziert werden.
theoretisch, ne? Ganz wichtig. Klappt auch mit solchen recht simplen Konstrukten ganz gut. Das muss man auch sagen. Hat hier auch nochmal an der Stelle eine Qualitätsverbesserung. Wenn ihr jetzt viel mit sehr vielen Lichtern zeichnet, ist das einfach in vielerlei Hinsicht sehr problematisch. Natürlich ist das nicht das beste Lightmap-Ergebnis, aber mit dem, was ihr in diesem Tutorial gelernt habt an Arbeitsschritten, könnt ihr eben zu wirklich guten Ergebnissen kommen, wie man kurz am Anfang gesehen hat. Mit ein bisschen Arbeit kriegt man dann wirklich sehr schöne Sachen raus. Und ich sag mal, sowas wie realistische Schattensetzung ist einfach an sich immer so ein Handwerk, was einfach viel Zeit kostet. Da ihr nun mal im 2D-Bereich arbeitet, im 3D-Bereich ist das nochmal was ganz anderes, mit Lichtquellen da zu arbeiten, ist sehr viel einfacher. Aber gut, auf jeden Fall, das würdet ihr als Punkt SAP abspeichern und ihr würdet dann drüber legen, wobei in dem Fall die additive Ebene ruhig auch drüber stehen kann. Es würde eigentlich keinen Unterschied machen, wie ihr es dann macht, von der reinen Platzierung her, da ja dieser Bereich um die Lichtquellen selbst freigestellt ist. Wenn ihr übrigens Lichtquellen manuell platziert, das kann ich eigentlich auch nochmal kurz zeigen. Da müsste ich nochmal kurz ein paar Schritte zurück, sodass ich wieder meine subtraktive Ebene habe. Moment. So, da haben wir so nochmal. Arbeiten wir nochmal ganz kurz damit. Das wollte ich auch nochmal kurz zeigen hier. Das ist nämlich auch sowas, da kann man leicht reinrasseln. Das ist ja natürlich die falsche Ebene. So. Ja, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Lichter drüber zeichne? Zeichnen wir jetzt zum Beispiel mal hier drunter. Einfach nur so einen sehr hellen Stern zum Beispiel, den man jetzt natürlich überhaupt nicht sieht, der aber eigentlich total hell ist. So, und was ihr hier macht ist, ihr geht aufs Selektionstool, drückt STRG A, STRG C, also das ganze Copy-Pasten, hier STRG V und invertiert das Ganze. Und damit stellt ihr nämlich sicher, dass auch hier dann der Schatten entsprechend vernichtet wird. Und damit habt ihr hier diese Lichtquelle, was sehr, sehr gut ist. Wie gesagt, vergewissert euch immer, ihr müsst Schatten vernichten, nicht unbedingt etwas drüber zeichnen. Das ist eigentlich die Faustregel schlechthin und eigentlich der Fehler, der am häufigsten gemacht wird bei Lightmaps, was man auch in scheinbaren Tutorials immer wieder sieht, die dann dementsprechend eben, naja, doch nicht so toll sind, ne? Also gut, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall weitergeholfen, also die Arbeitsmethode, mit der ich primär arbeite. Ihr könnt auch gerne etwas anmerken und so weiter. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Lightmaps zu erstellen. Aber gerade das subtraktive System beim 2K, finde ich, ist nahezu unschlagbar von dem, was ich bisher vergleichen konnte und so weiter. Es funktioniert eben auch rein auf mathematischer Basis, so wie nun mal Licht und Schatten auch funktionieren sollte. So, das war's dann damit. Ist sehr ausführlich geworden und deswegen ist das Ganze auch in dem Fall von der Maker Show abgetrennt als separates Tutorial. Aber ich denke, das ist die beste Methode, denn viele haben sich über die Länge des Formats beschwert. Also gut, bis zum nächsten Tutorial eventuell, das kommt natürlich immer ganz drauf an, was denn ansteht. Wir haben ja ein System, wo wir das immer individuell zusammenstellen, eventuell ist auch mal ein Interview oder eine Diskussion dabei, je nachdem. Ansonsten eben Tutorial. Und wenn ihr Wünsche habt, dürft ihr die ebenso gerne anmerken. Wenn ihr euch wünscht, macht mal ein Tutorial zu dem und dem, werde ich dann nicht Nein sagen, keine Sorge. Dann kommt das auch in die Show mit rein. Also, bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf.